Wir sind heute hier beim Roger Dallenbach, seiner Schlagzeugschule, an der Binnigerstrasse 70 in Allschwil. Roger, du machst heute einen Workshop. Wie kommt so ein Workshop überhaupt stand und was sind die Ziele von so einem Workshop? Also zuerst die Idee, dann schaut man, dass man eine Band findet, die genau die Songs spielen kann, dass es auch Songs sind, wo die Leute ein bisschen animieren zum Mitklatschen und so. Und dann fängt man einfach vorbereitet. Die Erwachsenen brauchen ein bisschen weniger Zeit, die Kinder brauchen mehr Zeit, da macht man alles autodidaktisch. Du, lass uns, erzähl mir einmal, wie lange spielst du so Schlagzeug? Und dann haben wir eine Probe vorher, das ist ein Zeitraum vielleicht von einem halben Jahr, wo dann die Kinder darauf vorbereitet und dann macht man eine Probe. Dann sehen sie auch mal, was haben die anderen gemacht in dieser Zeit, wie haben sie sich vorbereitet oder nervös bin ich, ja, da ist mir nervös, das ist ja ganz speziell. Und dann nachher macht man die Probe mit für den Workshop, zwei Wochen später ist dann nachher der Auftritt und dann ist es natürlich noch mal ein bisschen anders, weil dann schauen auch noch Leute zu, oder? Dann merken sie dann, aha, wenn ich hier auf dieser Bühne sitze, dann bin ich ja noch plötzlich langsamer. Warum bin ich jetzt langsamer, weil ich nervös bin und so. Und das sind alles Erfahrungen, die eigentlich wichtig sind, zum Weitermachen, zum motiviert sein oder dann zum Aufhören. Ja. Und du bist ja seit über 30 Jahren jetzt auch Schlagzeuglehrer. Hast denn du Schüler von jung bis alt oder nur von einer bestimmten Alterskategorie? Nein, das ist von bis 6 an, hört bei über 60 auf. Mehr Frauen, je nachdem habe ich weniger Frauen. Also bei Frauen ist es immer noch schwierig, dass sie das wirklich länger durchziehen. Es wäre noch lässig, wenn sich mehr Frauen würden anmelden. Nur Mut, meine Damen, melde dich an! Seit den 70er Jahren bist du auch regelmässig mit diversen Bands im Schweizer Fernsehen vertreten. Bist zusätzlich aktiv auch noch in einer Band. Und zudem machst du auch noch Bandcoaching. Jetzt, was ist Bandcoaching genau? Also es ist begleitend. Also du hast eine Band begleiten, indem du mal schaust, wie Proben sind. Hörst du das an und dann siehst du, aha, der Verstärker ist falsch aufgestellt oder die Gitarre stimmt nicht oder der Schlagzeuger hat ein Schlagzeug, das nicht gestummen ist. Oder noch, man hilft dann einfach dort, dass der Sound im Probenlokal etwas besser wird. Man hilft bei Auftrittsmöglichkeiten, zwischenmenschliche Sachen versucht man anzubekommen, wenn zwei immer streiten oder so, dass man schaut, warum streiten sich die immer oder es geht nicht, dann muss man halt jemand neu suchen. Oder dann eben bei Konzerten, dass man weiss, wie funktioniert der Soundcheck oder dass nicht jeder einfach zur gleichen Zeit spielt und so. Und dann am Schluss auch die Produktion von einer CD, dass man dort einfach mithilft, das Arrangement von den Songs zu verbessern oder dass man einfach wie ein Produzent versucht, ein gutes Produkt anzubekommen. Man sieht, du bist wirklich ein Vollblutmusiker und das jetzt schon seit über 30 Jahren. Jetzt, wenn jemand Interesse hat, bei dir Schlagzeugunterricht zu nehmen, wie muss man sich da melden bei dir?
Man geht auf die Webseite www.drumshop-schule.ch oder man kommt auch vorbei in Binnigerstrasse 70 in Alschwil. Super, gut. Danke vielmals, Roger. Bitte. Das war es von uns, von Newsign Productions. Wenn jetzt ihr Interesse habt, den Workshop auf Video zu schauen, in voller Länge, dann ist er ab dem 20. August hier beim Roger Tellenbach, seiner Schlagzeugschule, an der Binnigerstrasse 70 in Alschwil erhältlich. Oder auch jederzeit auf YouTube könnt ihr den downloaden oder per Dropbox.